in den Kommentaren wurde mehrmals gefragt, was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Anhänger einen Schleifer hat, so ein Anhänger mit Beleuchtung. Ja, wird er über ein Schaltgleis fahren, was eine Weiche schaltet, dann wird die Weiche halt nochmal geschaltet. Das ist aber nicht so problematisch, nur hier, das schaltet. Der Magnet wird einfach nochmal aktiviert, das ist aber nicht schädlich. Was passiert, wenn der Anhänger über ein Schaltgleis fährt, welches ein Signal schaltet? Also hier, er ist ja gerade in den Bahnhof eingefahren und hat vorher über dieses Schaltgleis hier das Signal auf grün gestellt. Der Zug fährt los, fährt ein, bleibt hier vor dem Signal stehen, startet über dieses Schaltgleis den Zug und der Schleifer fährt nochmal über dieses Schaltgleis. Das heißt, beide Züge setzen sich in Bewegung und das Chaos bricht aus. Das können wir uns mal anschauen. So, ich lasse den noch einmal durchlaufen, dass alle Signale und Weichen und alle Schaltgleise das Richtige gemacht haben. So, jetzt wechseln wir mal die Anhänger. Hier machen wir einen so. Hier kommt das gute Stück dran. So, die Prognose ist, er bleibt stehen und wird dann von der anderen Lokomotive gleich wieder gestartet. Und wir sehen, ja, das funktioniert also so nicht. Gibt es denn dafür eine Möglichkeit? Schaltgleis Nummer 6 deaktiviert über den Universalfernschalter 2 Schaltgleis Nummer 2. Schaltgleis Nummer 3 aktiviert über Universalfernschalter 1 Schaltgleis 1. Und für Zug Nummer 2 ist es so, der in die Richtung fährt, Schaltgleis Nummer 5 deaktiviert über den Fernschalter 1, Schaltgleis Nummer 1 und aktiviert über Schaltgleis Nummer 4, Fernschalter Nummer 2 und das Schaltgleis Nummer 2. Wenn man sich das aufschreibt, sieht das so aus. Da aber jede Anlage unterschiedlich aufgebaut ist, ist das Prinzip ganz einfach. Man kann auch, indem man die Universalfernschalter verwendet, die Schaltfunktion der Schaltgleise unterbrechen, sodass es für Züge, die Anhänger mit Schleifern haben, keine Fehlbedienung erzeugen. Das Ganze auch schaltbar. Ich habe hier die beiden Fernschalter auch ein- und ausschaltbar gemacht, sodass man auch den ganzen Betrieb auf manuell stellen kann und keine Schaltgleise noch irgendetwas schalten muss.